Muss der gute Ries rausgehen und Monster töten. Genau. Und jetzt sind wir größer als eine ganze Stadt. Wir haben eine Pause-Taste. Und wir können hier rumlatschen. Diese Stadt können wir sehen, aber weil diese komischen grünen Berge so mutiert. Angriff, ein Schirper. Hier seht ihr das lustige Kampfmenü. Haha. Hier, da, das bedeutet, dass alles automatisch läuft. Das geht automatisch für eine Person. Yep, damit rennt man weg und damit greift man an. Und das machen wir jetzt mal. Welcher Knopf war das nochmal? Genau. So, der Knopf war's. Verteidigen, zaubern bzw. technifizieren, attackieren und einen Gegenstand benutzen. Also, wir greifen jetzt mal an. Mit unseren zwei Messern greifen wir diesen süßen kleinen Vogel an, der uns angegriffen hat. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, jetzt wären wir bei der nächsten Charakteristik, aber da wir der einzige Typ in unserer Party sind, eine Party für einen, können wir das nochmal bestätigen und es geht los. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir die Runde hier starten. So, Kavum. Und wir haben einen Erfahrungspunkt gewonnen und aus dem blutigen Kadaver eine Mesete rausgeholt. So. Und diese Berge, Wälder, sieht aus wie grüne Berge, aber ich nehme an, das sollen Wälder sein. Also, wir marschieren hier rum, das sind die echten Berge. Da sehen wir eine Art Landezone und oh, jetzt haben wir zwei von denen. Und jetzt können wir das eigentlich automatisch machen. Jetzt haben wir selbst schon mal Schaden kassiert. Und darum habe ich zwei Messer geholt. Diesmal haben wir nur 9 Schadenspunkte verursacht, aber weil wir zweimal zuschlagen konnten, zwei Messer, haben wir auch dieses Vögelchen vernichtet. So. So, und jetzt haben wir schon mal 2 Erfahrungspunkte gefunden und 2 Meseten rausgekratzt. Ach, kommen wir da irgendwo hin? Wir wandern hier mal blind und panisch durch die Gegend. Das ist in diesem Spiel eigentlich immer maßlos gefährlich. Wenn man irgendwo ein starkes Viech sieht, dann kann man leider nicht speichern und darum stirbt man dann sofort. Hier zum Beispiel sind wir schon 3. Die stehen. 2 Schadenspunkte und der ist tot und der ist tot. Ha, Glück gehabt. Na, die Musik ist gut. Dö, Vögel schlachten. Ja, gehört zu den Monstern, die meine Verlobte und eigentlich jetzt eigentlich schon fast Ehefrau entführt hat. Und jetzt habe ich euch geschlachtet. Jetzt sind wir wieder. Oh toll, wir sind im Kreis gelaufen. Also gut. Jetzt beginnt der unlustige Aspekt des Spiels und eine gigantische graue Mauer. Naja gut, hier geht's halt nicht weiter. Und oh nein, wir werden wieder angegriffen. Oh, jetzt greifen die an. Kra, das ist eine dieser Techniken. Aber wir kontern mit Messerschnitt und gewinnen. Ach ja. So, ich wollte eigentlich ein paar Kämpfe überspringen. Aber der Witz ist, all diese ganzen Viecher zu schlachten, hat mir so viele Kratzer mein Level 1 Burschen runtergeholt, dass ich mir am besten mal mich ausruhen gehe. Und wir brauchen immer noch 6 Erfahrungspunkte für Level 2. Ja, ja. Dieses Spiel ist von der harten Sorte. Hier sehen wir diesen, diese Straße mit Haus daneben. Soll wahrscheinlich ein Landefeld oder sowas sein. Könnte das eine Bedeutung haben für später? Ach komm, die langsam gehen die Viecher mir auf den Geist. Wenigstens kann ich das automatisieren, wenn ich jedes Mal Kampfen auswählen und Schwertsymbol auswählen müsste, wenn ich wahrscheinlich spätestens nach einer Stunde meine Faust in reiner Frust durch den Monitor treiben. Ah ja. Diese Viecher sind nervtötend, aber andererseits, wenn man einen Schritt zu weit geht in dem Spiel, dann verreckt man so schnell. Das ist... Ja, man verreckt ziemlich schnell. Ja, ja, fällt mir ja leider nichts Tolles ein zu. Und 2 von denen so. Ach komm, nee, ey. 13 Trefferpunkte. Wenigstens können wir gegen die Viecher lang genug durchhalten, um vielleicht noch ein Level aufzusteigen. Na, gucken wir mal, wie weit wir sind. Nichts Ungewöhnliches. So. Oh, gut. Ein Kampf noch, ein Kampf noch. Los, komm. Los, komm. Los, komm. Komm los, Ries. Nur dann los. Deine Blutlust ist geweckt. Du musst noch mehr Vögelchen schlachten. Und einer. Naja, gut. Reicht zumindest aus. Yay. Ries ist Mutika geworden. Er hat einen Level bekommen. Einen Level. Toll, er hat jetzt also 2 Punkte, Trefferpunkte mehr. Das hat sie jetzt aber auch gebracht. Und einen Ausdauerpunkt mehr. Und 3 Glückspunkte mehr.
3 Skillpunkte mehr. Er ist ein bisschen schneller geworden. Naja, ich sehe schon, es wird eine Menge mehr Level brauchen, bis er noch ein bisschen Kräfte stark genug ist, seine Ehefrau noch Verlobte zu retten. Und es kann auch sein, dass er sich dann für eine andere Frau entscheidet. Pro Tipp, ich werde natürlich beide Wege gehen. Also gut. Jetzt gehen wir mal hier ins... Genau, jetzt brücke ich mich, wollte jetzt gar nicht sagen, gehen wir einen pennen, aber nein. In dem Fass kauft man Gegenstände und ich brauche noch für den Fall der Felianer ein Antidoof. Und ich gebe mir noch ein drittes Monomaten-Dings. So. Das reicht. Zur Erinnerung. Unsere Items konsistieren jetzt aus Stiefeln, 2 Messern, eine Rüstung, ein Helm, ein Monitor, den ich hier leider nur draußen benutzen kann. Ich zeige euch beim nächsten Mal, was das ist. Und ich habe 3 Monomaten, die mich heilen können. Und ein Antidoof, das meine Vergiftung heilt, die wir bisher noch nicht hatten. Na gut, gucken wir mal. Vielleicht habe ich Glück und es ist eins dieser Spiele, wo die Vergiftung nur im Kampf anhält. Das wäre natürlich super praktisch dann. Und jetzt ruhen wir uns aus. Und das kostet mich 5 Miseten. Und diesmal darf ich speichern. Seht ihr, man muss kann nur speichern, wenn man sich ausruht. Und ausruhen kostet Geld. Also muss man im Prinzip bezahlen für das Speichern. Ja, ist das nicht süß? Man muss tausende von Kilometern herumwälzen und stirbt meistens am entferntesten Punkt der Welt, 1000 Meilen von jeder Stadt entfernt. Aber wenn man es zurückgeschafft hat zu einer Stadt, dann muss man auch noch dafür bezahlen, dass man speichern darf. Gut, jetzt speichere ich mal. So, Level 2 in Slot 1. Be careful. Ja, natürlich bin ich vorsichtig. Jetzt machen wir mal den Test. Nein. Na, tja, in den meisten Spielen, wo das so ist, dass man hier speichern kann beim Vor- oder nach dem Pen, gibt es die Option, dass man speichern darf, nachdem man Nein genommen hat. Als kleines Trostpflästerchen quasi. Aber in diesem Fall ist es Hardcore. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht speichern und nicht schlafen. Du musst du für immer wach bleiben und Monster bekämpfen, bis du tot bist. Und mit dieser frohen Botschaft hören wir jetzt mal auf.